Post war da. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video bei Etwas Genuss. Und ich habe mal wieder Post gekriegt. Es ist Zeit für ein bisschen Zuschauerpost plus noch ein bisschen was dazu. Da kommen in diesem Video zwei Dinge zusammen. Zuschauer Arvid war so nett und hat mir ein paar schöne Sachen zugeschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ihr findet ihn jetzt auch verewigt an der Wand der Spendenlegenden. Da wird der Platz langsam knapp, da muss ich mir demnächst mal etwas überlegen. Ich musste das jetzt schon alles ein bisschen zusammenrücken. Aber natürlich, Arvid findet jetzt auch zurecht seinen Platz an der Wand der Spendenlegenden. Er hat mir, wie gesagt, ein bisschen was zugeschickt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal da an, arbeiten uns in die Richtung durch und gucken uns an, was so in diesem Hall alles vorkommt. Eine Sache vorweg, er hat seine Zusendung in dieser kleinen Dose von Villa Zamorano zugeschickt. Das ist halt, sieht aus wie eine Getränkedose, ist aber halt so ein netter Behälter. Das finde ich sehr charmant, werde ich mir definitiv ins Regal stellen. Also ich habe mir hier jetzt nichts zu saufen hingestellt, sondern das ist halt tatsächlich so eine Dose, in der er mir das geschickt hat. Vielen lieben Dank, das ist echt eine charmante Idee, ich mag das. Er hat mir zwei Zigarillos zugeschickt, zwei kubanische Zigarillos, da wird es sicherlich für einige wieder interessant. Zum einen hat er mir die Patagas Chicos zugeschickt und das Ganze zweimal. 1,08 Euro kostet sie, wenn man sie einzeln kauft. Es gibt sie auch in 5er und ich glaube 20er Packs. Ist es natürlich 100% kubanisch, das wisst ihr. Ich persönlich bin nicht der allergrößte Zigarillo-Fan. Ich bevorzuge einfach große Formate und ja, Zigarren im Vollformat, das ist halt einfach meine Welt. Aber das ist natürlich gerade für Leute interessant, die mal zwischendurch einen kleinen 10-Minuten-Genuss haben wollen. Deswegen, ich habe auch noch einige andere Zigarillos in der Vergangenheit von euch zugeschickt bekommen. Und da ist jetzt meine Idee, die im laufenden Jahr immer mal wieder in Form von YouTube-Shorts unterzubringen, Instagram-Reels und TikTok-Videos. Also es wird dann ein Video, das auf allen drei Plattformen erscheint und da einfach ja dem Genuss für zwischendurch auch ein bisschen Platz geben zu können. Auch wenn es jetzt etwas ist, was ich persönlich nicht zu 100% bevorzuge, geht es mir ja trotzdem darum, alle Facetten des Zigarrengenusses darzustellen. Und dazu gehören halt auch einfach Zigarillos für viele Leute. Von daher jetzt mit der Patagas Chicos eine weitere Habanos Zigarillo am Start. Aber es bleibt nicht nur bei der Patagas Chicos. Wir haben auch noch die Romeo y Julieta Porritos am Start. Ich muss gerade auf meinen schlauen Zettel gucken, 1,16 Euro, also minimal teurer pro Stück. Auch die hier, die gibt es immer in 5er und ich meine, es sind 20er Packungen. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Ein kleineres Format als die Patagas Chicos. Es ist aber im Grunde das gleiche Format. Und auch hier ist es natürlich 100% kubanischer Tabak. Es ist der Romeo y Julieta. Wer Romeo y Julieta kennt und mag, der wird hier nicht enttäuscht werden. Genau das gleiche gilt bei Patagas. Auch hier hat er mir zwei Stück zugeschickt und auch die wird dann Verwendung finden in einem YouTube-Shorts, in einem Kurzvideo, um euch da ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ich werde sie jetzt nicht auspacken, die Zigarillos. Die sind ja nicht so verpackt, dass man sie wieder in die Zellophanhüllen stecken kann, sondern die sind halt zum Aufreißen gemacht und das möchte ich ehrlich gesagt noch nicht. Von daher bleiben sie jetzt erstmal noch in Zellophan verpackt. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werden sie in einem kleinen Kurzgenussvideo für euch eingefangen werden. Es wird aber zumindest für mich persönlich deutlich spannender ab dem nächsten Stick, weil das ist auch mal direkt ein besonderer Stick. Das ist die, lass mich nicht lügen, Vega Fina Fortaleza 2 Reposado 10 Anos. 10,50 Euro, eine dominikanische Zigarre. In der Einlage, im Umblatt und Mexiko im Deckblatt aus dem Hause Vega Fina. Das Hause Vega Fina ist ja beliebt und bekannt. Ich persönlich habe eine Mischbeziehung zu Vega Fina. Ich hatte einige Vega Finas, die mich regelrecht begeistert haben. Ich hatte andere Vega Finas, die mich maßlos enttäuscht haben. Und da ist für mich immer eine große Frage, wie auch sich diese Vega Fina verhalten wird. Sie hat einen besonderen Reifeprozess hinter sich. Es ist eine Limited Edition aus dem Jahr 2023. Sie hat einen besonderen Reifeprozess hinter sich, der, wie gesagt, 10 Jahre dauerte, beziehungsweise der Tabak wurde 10 Jahre lang gereift in speziellen Reiferäumen mit Zedernholz-Regalen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das Ganze hat der Zigarre ein besonders mildes
entspanntes, typisch dominikanisches Aroma gegeben. Zumindest ist das das, was man so liest. Ich bin da sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht geraucht und es ist, wie gesagt, eine Limited Edition in Deutschland. Erhältlich sind 600 Kisten. Und wenn man sich jetzt mal zu Gemüte führt, dass die Vega Fina im Allgemeinen doch sehr beliebt ist, dann ist das nicht viel. Dann ist das ganz und gar nicht viel. Wir haben das vor kurzem in einem noch krasseren Beispiel bei der Cigar Kings Dos Colores gesehen. Da waren im deutschen Raum, ich glaube, so 120 Kisten unterwegs. Das Ganze hat ungefähr einen Tag gedauert. Da waren die ausverkauft. Eigentlich noch ein bisschen weniger. Hier haben wir 600 Kisten am Start. Noch kann man sie kaufen, falls ihr aber Vega Fina Fan seid, falls ihr sie ausprobieren wollt, falls ihr euch sagt, ihr sammelt Limited Editions, dann wisst ihr, dass das da schnell knapp werden kann. Ich finde es natürlich unheimlich nett, dass Arvid mir das zugeschickt hat. Das ist wahnsinnig großzügig von ihm und ich freue mich sehr darauf. Dadurch, dass ich eben bei Vega Fina halt in der Grundhaltung immer ein bisschen zurückhaltender bin. Was nicht heißt, dass ich die Marke halt grundsätzlich nicht mag. Aber wenn man mit einer Marke ja einmal so ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht hat, man ist ja so ein bisschen vorbelastet. Und dann hätte ich vor der Wahl gestanden, ich hätte mir die geholt zum Testen oder für einen Haul. Oder eine andere hätte ich vielleicht eher die andere genommen, je nachdem, was das für eine Zigarre gewesen wäre. Wir haben einen total milden, entspannten, cremigen Grundgeruch, sehr zurückhaltend, sehr typisch dominikanisch, cremig, süßlich, leicht nussig. Sie riecht sehr mild, sehr toll. Ich bin wahnsinnig gespannt und ihr wisst natürlich Bescheid, diese Zigarre wird in ein Review wandern. Er hat mir dann aber noch eine Vollformat-Zigarre, möchte ich das mal hinzugeschickt. Mastic Blue Robusto. Und da hat er mir dazu geschrieben, er hatte mir noch eine sehr nette E-Mail geschrieben und meinte, Martin, das ist einfach nur so ein kleines Geschenk, eine kleine Aufmerksamkeit. Einfach um so halt ein Dankeschön seinerseits für die Videos. Vielen lieben Dank, Arvid. Ihr wisst, die Mastic Blue ist eine meiner Allzeit-Favoriten. Das ist eine dominikanische Medium Filler, die ich in meinem Review hochgelobt habe. Aktueller Preis 3,05 Euro. Das ist hinterhergeworfen. Es ist eine Medium-Filler-Zigarre, das muss man dazu sagen, das kann einige Leute abschrecken. Ich persönlich finde aber nicht, dass sie sich wie eine Medium-Filler-Zigarre raucht. Sie hat einen guten Abbrand im Regelfall. Man kann natürlich mal, ne, Montagsexemplar gibt es bei jeder Zigarre. Sie hat aber einen guten Abbrand, sie hat eine gute Konstruktion, sie ist extrem cremig, extrem entspannt, eine gute Anfängerzigarre. Aber auch für Leute, die einfach einen milden, entspannten, günstigen Smoke suchen, ist die Mastic Blue wirklich wunderbar geeignet. Wir haben dominikanischen Tabak, außer beim Deckblatt, da ist es USA aus dem Connecticut Valley, aber ansonsten ist es dominikanischer Tabak und wie gesagt, schaut euch einfach das Review an. Ich habe sie hochgelobt und sie ist ein absoluter Preis-Leistungskracher und Arvid hat mir halt, wie gesagt, eine so zum persönlichen Genuss dazugelegt und was kann ich dir sagen, lieber Arvid, ich werde sie genießen, denn ja, ich rauche sie immer noch gerne und ich habe im Regelfall immer welche zu Hause hier. Also ohne Witz, von daher wird auch die mir einen schönen, genussvollen Moment bereiten, für den ich mich nur bedanken kann. Aber es war nicht nur Zuschauerpost da, sondern ihr wisst ja, mein Humidor läuft über, aber so richtig kann es nicht lassen und erst recht nicht bei der Marke Cigar Kings. Ihr habt es vielleicht in letzter Zeit gemerkt, ich habe einen gewissen Drall zu der Marke Cigar Kings entwickelt, was auch daran liegt, dass es eine deutsche Marke ist, die in Nicaragua produziert, aber es ist eine deutsche Marke aus München und sowas hat doch auf mich ehrlich gesagt eine besondere Anziehungskraft. Das sehen wir auch zum Beispiel bei den Hemmys-Zigarren, bei Skelton, bei Lagalana, das sind alles Marken, die ich mag, dadurch, dass sie auch relativ klein sind. Und das alles sehr, sehr persönlich ist. Und genauso ist es bei Cigar Kings. Und da konnte ich es auch jetzt nicht sein lassen und habe zwei Cigar Kings am Start. Ich habe einmal die Petit Robusto Maduro. Die ist noch gar nicht so ewig lang in dem Format auf dem Markt und ist ein wunderbarer, schöner, kleiner Maduro Smoke. Wir haben Nicaragua Tabak in der Einlage. Wir haben ein Umblatt, wo sich Cigar Kings ausspeigt, was es ist. Das machen sie hin und wieder ganz gerne, dass sie beim Umblatt so ein paar Kapriolen schlagen und da entweder Geheimniskrämerei betreiben oder vielleicht sogar doppelte Umblätter benutzen. Aber hier ist es ein einfaches Umblatt, bei dem sie nicht sagen, was es ist. Und wir haben, lass mich nicht lügen, Ecuador im Deckblatt. Es ist eine kräftige Maduro mit vielen Röstaromen, Röstaromen, so Bitterstoffe, die in Richtung Kaffee gehen, dunkel gerösteter Kaffee, Zartbitterschokolade. Und das ist, für mich ist das so ein 30 Minuten Smoke und das ist auch hier wieder für wenn ich spazieren gehe und im Winter rauche ich vor allen Dingen beim Spaziergang Zigarre,
da ist das hier wirklich ein Granatenformat. 8,80 Euro am Start für die Petit Robusto. Also nicht ganz günstig, aber es ist eine tolle Maduro und in einem für mich im Moment wirklich sehr passenden Format. Aber da Formate ja bei Zigarren eine große Auswirkung haben, wollte ich noch einmal in die Extravaganz gehen und habe mir die Cigar Kings Elegantes Maduro geholt. Der Tabak ist der gleiche wie in der Petit Robusto, aber wir haben halt diese etwas eigentümliche Form, möchte ich das mal nennen. Man kennt es auch vielleicht von der Plasencia, hat ja auch oft diese Salomonesform oder oft, also sie haben eine Segen dieser Salomonesform und das hier geht schon in die Richtung. Wir haben halt einen ausgeformten Zigarrenkopf, einen Zigarrenkörper, der stetig etwas breiter wird, also so eine Pyramide und dann am Ende wieder einen ausgeformten Zigarrenfuß. Wie gesagt, wir haben den gleichen Tabak drin wie in der Petit Robusto. Auch hier wieder diese wunderschönen dunklen Maduro-Aromen. Es ist auch wirklich ein dunkles Maduro-Deckblatt. Also wirklich, das ist halt so ein Format, das hat eine gewisse Extravaganz. Und ich mag an sich gerne Porrejos. Porrejos ist zum Beispiel das hier. Das sind Zigarren, die ihren Durchmesser nicht verändern. Aber hin und wieder darf es doch was Besonderes sein. Und dann wird es zum Beispiel eine Bellicoso, eine Torpedo, eine Perfecto oder hier so eine Elegantes. Und das ist dann auch nochmal ein anderes Raucherlebnis. Ich werde auch nochmal ein Video machen zu den verschiedenen Formaten. Ich habe ja zum Ringmaß schon ein Video gemacht, schaut es euch gerne an. Aber das hier ist dann nochmal einfach so ein etwas besonderes Zigarrenerlebnis. 9,80 Euro sind wir hier am Start und ja, ich auch das ist so eine Dreiviertelstunden-Zigarre für mich. Also das wäre so der ausgedehnte Spaziergang und deswegen funktioniert auch das Format gerade für mich im Winter sehr gut. Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr schon irgendwas davon geraucht? Raucht ihr Zigarillos oder eher gar nicht? Seid ihr eher bei den Vollformat-Zigarren? Welche Formate raucht ihr denn gerne? Vielleicht auch was Extravagantes wie die Cigar Kings Elegantes? Jagt ihr Limited Editions wie die Vega Fina? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder macht es natürlich viel besser. Kommt in unsere Facebook-Gruppe und auf unseren Discord-Server zusammengeführt in der Etwas Genuss Lounge. Würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Mehrere hundert Aficionados und Genussfreunde haben das bereits getan. Es ist eine wahnsinnig tolle Community, die ich an dieser Stelle auch ganz herzlich grüße. Und ja, wo ihr auf jeden Fall gut aufgehoben seid, wenn ihr Interesse an Zigarren und Genussmitteln habt. Ich kann mich an der Stelle natürlich nur noch mal bei Arvid bedanken für deine großzügigen Spenden. Das ist wirklich sehr, sehr nett von dir. Sie werden natürlich entsprechend Verwendung finden. Das ist ja garantiert. Falls ihr das Projekt hier auch unterstützen wollt, könnt ihr es machen wie Arvid und mir zum Beispiel Zigarren rumschicken. Ich hatte das zwischendurch ein bisschen eingeschränkt, aber ich habe mittlerweile in meine Zuschauerspenden wieder eine gute Delle reingeraucht. Also falls ihr mir gerne was zuschicken möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Dann landet ihr auch auf der Wand der Spendenlegenden. Und es ist garantiert, dass eure Zusendungen wirklich in Reviews stattfinden und auch wirklich in öffentlichen Reviews. Mittlerweile landet ja auch ein bisschen was auf Patreon, aber da werden keine Zuschauerspenden verarbeitet, sondern von mir privat gekaufte Zigarren. Von daher, falls ihr das machen wollt, sehr, sehr gerne. Ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne einen YouTube-Thanks oder eine PayPal-Spende dalassen oder wie gerade schon erwähnt auf Patreon vorbeischauen, weil da gibt es unter anderem auch exklusive Videos, Tee, Kaffee, Zigarren, Feuerzeuge und was weiß ich nicht was. Schaut gerne mal vorbei. An dieser Stelle kann ich mich nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst natürlich auch ein Abo da und ich habe euch da unten einfach mal mein letztes Video verlinkt. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video, garantiert mit etwas Genuss.